Willkommen hier im Wembley Stadium. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde diese heutige Partie zusammen mit Frank Buschmann kommentieren. England gegen Deutschland. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Schauen wir mal auf die Aufstellung der Engländerinnen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Es ist immer eine Ehre, hier kommentieren zu dürfen, Buschi. Ach, herrlich. Wenn du hier in Wembley Platz nimmst, dann weißt du natürlich, was hier schon alles passiert ist. All die Geschichten, all die Triumphe. Ich krieg immer wieder Hühnerpelle. Jetzt sehen wir hier die Aufstellung der DFB-Frauen für heute. Bei Ihnen sieht es heute nach einem 4-3-3 aus. Ja, sehr offensive Ausrichtung mit drei Spitzen. Ja, da bin ich mal gespannt. Das Spiel beginnt. Pop am Ball. Super dazwischen gegangen. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da ist die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Kirby. Nicht ungefährlich. Steilpass. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Ist das das Tor? Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das könnte was werden. Klasse Pass. Schön dazwischen gegangen. Ball
Ballgewinn, gefährliche Position. Ja, könnte was werden. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. White. Kirby. Könnte gefährlich werden. Platz für die Flanke. Ball kommt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir sehen noch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Alexandra Popp jetzt. Debritz. Jetzt suchen sie die Lücke. Guter Zweikampf. Kirby. Ja, mit viel Übersicht. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Debritz. Jetzt Pop. Das könnte gefährlich werden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Hat jetzt Anspielstation. Wird das jetzt gefährdet? Sie zieht ab. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Williamson. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Debritz. Pop. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Williamson. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Trotz Führung zur Pause, das ist, wie ich finde, bislang keine eindeutige Partie. Nee, kann man wirklich nicht sagen. Ähnlich viele Chancen auf beiden Seiten. Sie waren einfach etwas effizienter. Hier ist noch alles drin.
Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Bronze. Kirby. Sie spielt den Ball direkt zurück. White! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. ...3-1 heißt es also jetzt. Jetzt Pop. Sie hat den Ball. Gutes Tackling. Schönes Zuspiel hier. Sie hält den Ball. Ah, klasse geklärt. White. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Schön dazwischen gegangen. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Gut gespielt. Ist das die Chance? Gebt Ecke. Gut geklärt. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Die Ecke kommt rein. Da kann sie klären. Pop! Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben... ehrlich gesagt, alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke kommt ins Zentrum. Abgeblockt, weiter gefährlich. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. White. Kirby. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Super Tackling. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das ist die Chance. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Sie haben die Chance. Das ist das Tor für Deutschland.
Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Klar, gibt Einwurf. Debritz. Jetzt könnte die Flanke kommen. Sie holen sich den Ball. Da verlieren sie den Ball. Debritz. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Klasse Pass. Und da zieht sie ab. Toll geblockt. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Das ist Abseits, weil sie da zu früh startet. Hat ein bisschen die Geduld gefehlt. Sie wollte zu schnell zu viel. Williamson. Nobs. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben. Und das machen sie absolut souverän. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Ball ist unterwegs. Die Gelegenheit. Das hat sie klasse gemacht. Ball ist weg, das macht sie ganz entschlossen. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Jetzt die Flanke. Es bleibt bei diesem Tor Vorsprung nach dieser Parade. Nach dieser Glanzparade so kurz vor Schluss. Also, das hätte es eigentlich sein müssen. Ecke kommt. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Wichtig, dass sie diesen knappen Sieg ins Ziel retten, dass sie den über die Zeit bringen. Es hätte auch anders ausgehen können. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen.